Eine frische Brise wehte durch die Sommerhitze im Schlosspark Ludwigsburg, als zum 12. Mal der Sieger des Concours d'Elegance vom Retro-Klassik Miets Barock verkündet wurde. Ein Mercedes-Benz 380K Spezial Roadster war der gemeinsame Nenner der 35-köpfigen Oldtimer-Experten-Jury. Ein automobiles Wochenende vor der Kulisse des herrlichen Schlosses bei prächtigem Wetter. Was will der Autofreund mehr? »47 seltene und auch dadurch kostbare Oldtimer nahmen am Wettbewerb für den Oldtimer-Schönheitspreis Best of Show, großer Preis von Deutschland, im Jahr 2015 teil. Rund 140 weitere Traum-Oldtimer waren im Festival of Classic Cars zu sehen. In der Concours-Klasse gab es viele Karossen mit bedeutenden Namen zu bewundern. Rolls-Royce und Bugatti glänzten miteinander um die Wette. Einstige Luxusmarken wie Vassel Vega oder Delahaye erinnerten mit ihrer Schönheit an vergangene Geschichten. Den Unterschied zwischen einem restaurierten Oldtimer und einem in seiner Originalität komplett erhaltenen Exemplar, das seinen niedrigen Kilometerstand einem Dasein auf einer Mini-Insel verdankt, konnte der Besucher an der Marke Horch entdecken. Auch unter den sportlichen Klassikern gab es moderne Formen und Einzelstücke wie den Porsche Morane, der niemals in Serie ging. Nur ein einziges Mal gebaut war auch dieser Fiat 1300 mit Zagato-Karosserie. Zum zweiten Mal tagte bei einem Oldtimer-Schönheitswettbewerb auch eine Kinderjury und vergab den Children's Choice Award und einen Fashion Award. Vor der Kulisse des Schloss Montripos zeigten sich die Oldtimer-Besitzer mit ihren Gefährten im zeitlich zum Fahrzeug passenden Outfit. Die junge Jury ging bei der Wahl für den Fashion Award äußerst präzise ans Werk und beobachtete viele Details. Mit einem speziellen Fragebogen und Punktesystem wurde der Sieger ermittelt. Im Festsaal des Schlosses wurde in diesem Wochenende auch der Retro Classics Kultur Award verliehen. Preisträger 2015 waren der Bundestagsabgeordnete Carsten Müller für den Parlamentarierkreis Automobiles Kulturgut, Bernhard Jägi, Präsident der Museumsfreunde des französischen Automobilmuseums Collection Schlumpf. Auf der Rampe präsentierten sich einem begeisterten Publikum die automobilen Preisträger und ihre Besitzer, indem verschiedene Kategorien vom legendären US-Car bis zum sportlichen Nachkriegsauto. Ganz stark, aber das ist nicht so gebaut, wie gesagt.
In 2016 findet die nächste Ausgabe von Retro Classics Meets Barock vom 17. bis 19. Juni statt.